und herzlich willkommen zurück zu Monkey Island 3. So, wir sind endlich vom Schiff runter und Elaine ist ein bisschen Gold geworden. Durch Eindringen. So. Können wir es ja ansprechen. Probieren wir mal. Sprich mit Elaine. Elaine, Schatz, geht's dir gut? Kann ich dir irgendwas bringen? Ich fang dann wohl mal mit dem Austreiben des Fluchs an, was? Kann man nochmal mit ihr reden? Ich fang dann wohl mal mit dem Austreiben des Fluchs an, was? Kann man mit ihr mitnehmen? Sie wiegt bestimmt eine Tonne. Nichts für ungut. Ich frage mich, wie viel Karat sie... Nein, keine gute Idee. Nein, keine gute Idee. So, was haben wir hier? Festung angucken. Diese Festung hat schon bessere Tage erlebt. Ja. Was haben wir hier? Eine Brücke. Brücke angucken. Die Brücke ist unpassierbar. Macht nichts. In der Festung gibt es sowieso nichts Interessantes. Oh, schade. Kann man was mitnehmen? Nee. Glühende Kohle. Angucken. Es ist ein glühendes Stück Kohle, ein Überbleibsel der Schlacht. Das mitnehmen. Autsch! Okay, jetzt haben wir uns verbrannt. Egal. Aber mit einem glimmenden Stück Kohle. Was haben wir hier auf dem Schildrand stehen? Untersuche Schild. Dies ist eine Informationstafel, aufgestellt von der Plunder Island Naturalistengesellschaft. Plunder Island Wildhuhn. Eine der am meisten verbreiteten Tierarten von Plunder Island. Dies ist das Tier, das unserer Hauptstadt Puerto Pollo den Namen gab. Okay. Wildes Hühnchen. Jetzt kann man es mitnehmen? Besser nicht. Was haben wir hier sonst noch? Was zum Lesen. Banner. Was steht da drauf auf dem Banner? Das Long John Silver Zentrum der Darstellenden Künste präsentiert Spear. Was haben wir hier? Willkommensschild. Da steht, willkommen in Puerto Pollo von der Bruderschaft der Geflügelzüchter von Plunder Island. Da haben sie viel mit Geflügel zu arbeiten. Dann gehen wir mal weiter. Oh, das ist jetzt die Übersichtskarte von der Insel hier. Dann würde ich sagen, gehen wir mal in die Stadt. Und die Uhr passt ganz genau wie zu meiner. Es ist genau... Boah, schon so spät. Ich muss gehen. Und tschüss. Wir haben genau 5 Uhr. Das passt ganz genau. Cooles Gimmick. So, was haben wir hier? Schild. Es ist ein altes Krähennest und jetzt ist es ein Schild für den Hühnerladen. Okay. Was haben wir hier? Matschpfütze. Das ist so dick wie Bratensoße. Ich werde in diesem Matsch nichts finden, wenn ich mit meiner Hand herumfische. Oh, schade. Was haben wir hier? Flugblatt. Dein Huhn ward zu Gold. 18 Karat. Im Sumpf hält jemand die Lösung parat. Voodoo und Zeugs. Vormals nur Voodoo. Besuchen Sie unsere neue Filiale auf Plunder Island. Nehmen wir doch gleich mal mit. Also in den Sumpf. Warte mal, was haben wir hier? Blondbarts Hühnchenladen. Es ist die Gegensprechanlage für das Walk-In. Alles klar, kann man das benutzen? Hallo? Ich verstehe Sie nicht. Wie bitte? Ah, vergessen Sie es. So, was haben wir hier aus Schild? Vorsicht! Was steht hier unten? Ipecac, Cephaelis ipecacuana. Eine der überall auf Plunder Island vorkommenden kriechenden Kletterpflanzen. Ein Sirup, der aus den Ipecac-Blüten gewonnen wurde, diente den frühen Siedlern von Plunder Island als Brechmittel. Ah,
Okay. Was haben wir hier? Strauch. Ein ursprüngliches Beispiel für die vielen dekorativen Sträucher, die für die Bepflanzung von Plunder Island benutzt wurden. Also fast jedes Stück Blatt ist hier ein Schild dran. Was haben wir hier? Jefahrenbucht. Jefahr, nicht betreten. Naturpfad der Plunder Island Naturalistengesellschaft. Willkommen. Was haben wir hier? Das ist ein großer, dicker Bottich voller Farbe. Nummer 2. Okay. Was haben wir hier? Bekanntmachung. Der Chefarzt von Plunder Island warnt, Inhaltsstoffe dieses Produktes können gesundheitsschädlich oder tödlich sein, wenn sie verschluckt werden. Okay, Limonade. Mal fragen wir mal, ob man Limonade bekommt. Sie müssen mir helfen. Wir haben geschlossen. Du musst mir geschlossen? Jo. Die Kinderarbeitsbestimmungen sind hier ziemlich streng. Aber meine Freundin ist mit einem Piratenfluch belegt worden. Oh, dann müssen Sie unbedingt die Mama im Sumpf aufsuchen. Ich sehe, dass Sie dort Ihr Flugblatt haben. Okay, dann gehen wir mal in den Sumpf. So wie es aussieht, muss das hier der Sumpf sein. Dann gehen wir da hin. Aha, guck mal, Mary. Also, dann gehen wir mal zum Schiffswrack. Ach, du schon wieder. Ja, dein schrecklichster Albtraum. Ja, sicher. Ich überbringe dir eine Warnung aus den Abgründen der Hölle. Geh nicht weiter in den Sumpf. Kehre um! Kehre um! Dunkelheit wird dich umhüllen! Ach ja, Mary, du nervst schon ein bisschen. Was haben wir da? Okay, dann haben wir das hier. Wie bist du denn bis da oben hinaufgekommen? Durch schiere Willenskraft. Ah ja. Ja. Na gut, es war ein Haufen dieser verrückten Voodoo-Kids. Sie haben mich an der Küste gefunden und hier aufgespießt. Und die ganze Zeit fanden sie das irrsinnig komisch. Gut. Seht mal wieder, dass Mary wieder ein bisschen rumlüht. Soll ich die Runde halten? Was machst du da oben? Ja, genau. Frag mal, was machst du da oben überhaupt? Was machst du da oben? Ich stehe hier als ein Zeugnis. Stehe? Hänge hier als ein Zeugnis der Kraft der Mächte des Bösen, die eines Tages den Sieg über die gesamte Erde feiern werden. Soll ich dir runterhelfen? Hilfe? Von euch sterblichen Dummköpfen brauche ich keine Hilfe. Ich bin Mary, der allmächtige dämonische Totenschädel. Okay, ich wollte nur mal nachfragen. Versteh mich nicht falsch. Ich weiß das Angebot zu schätzen. Ja, Mary. Wie lange willst du das noch weitermachen? Solange es denn nötig ist. Muss ganz schön langweilig sein da oben. Niemals! Die Mächte der Dunkelheit sind niemals langweilig. Eines Tages werden wir beweisen, dass... Oh, wen versuche ich für dumm zu verkaufen? Mir ist todlangweilig. Im übertragenen Sinne natürlich. Naja, bist ja schon tot, ne? Du wirkst unzufrieden. Du wirkst unzufrieden? Ach, ich weiß nicht. Es ist nur so, dass nicht allzu viele Leute durch diesen Sumpf kommen. Was würdest du lieber machen? Ich muss mich unter die niederen Leute begeben und sie erschrecken und Schmerz und Unglück über sie bringen. Das würde dich glücklich machen? Ja, glücklich auf eine dunkle, dämonische Art. Ach ja, Mary. Weißt du was darüber, wie man Flüche aufhebt? Genau, frag mal doch mal, ob er was weiß. Weißt du etwas darüber, wie man Flüche aufhebt? Oh, richtig. Ich weiß viel über das Aufheben.
Deshalb bin ich ein körperloser, sprechender Schädel, der mitten in einem Sumpf auf einen Pfahl aufgespießt ist. Du scheinst verbittert zu sein. Tut mir leid. Es war ein harter Tag. Ich würde gerne bleiben und ein bisschen plaudern, aber ich muss gehen. So, was haben wir hier sonst noch eigentlich zum Angucken? Schiffswrack. Es sieht aus, als ob es von einem Taifun hierhin geschleudert worden ist. Dann gehen wir doch gleich mal rein. So, looten ist angesagt. Dann guck doch mal. Kaugummi-Maschine. Admiral Süßwasser groß und fruchtig Kaugummi. 5 Cent. Warte mal, ich hab doch Beute mit Spielgeld. Muss doch bestimmt funktionieren. Ja, nein. Pfui. Probieren. Wow, ich habe ein ganzes Paket Kaugummi. Cool. So, was haben wir hier noch? Spielzeugscheine. Kann man den mitnehmen? Ich möchte diese bescheuerte kleine Schere nicht. Okay, Voodoo-Puppe. Wie niedlich! Eine Voodoo-Puppe aus Papier. So. Was für eine Erleichterung! Warte mal. Oh, ich hasse diese linke Maustaste. So. Ich wette, dass sie nicht funktioniert. Ich meine, es ist nur eine Voodoo-Puppe aus Papier. Nochmal. Jetzt hör doch mal auf damit. Ja, ich habe Probleme mit der linken Maustaste. So, bitteschön. Oh, dieser Schmerz! Oh, dieser Schmerz. Jetzt hört doch mal auf. Na dann nicht. So, dann ziehe an der Kruzilzunge. Dann mach doch das doch mal. Na, guck mal ihn an, wer da rausgefahren kommt. Wer bist du und wie konntest du einfach so erscheinen? Ich bin mit dem zweiten Gesicht gesegnet. Erfahren im Umgang mit den Kräften der Natur, zum Wohle aller, die durch meine Tür treten. Du bist Modeberaterin. Ja, aber das war nicht das, worauf ich mich bezogen habe. Ich bin eine Voodoo-Priesterin. Schick. Du bist ein Herbsttyp, nebenbei bemerkt. Alles klar. Kenn ich dich nicht irgendwoher? Kenn ich dich nicht von irgendwoher? Wir kennen uns beide seit langer Zeit. Guybrush Threepwood. Du hast viel durchgemacht, daher ist es verständlich, dass du mich vergessen hast. Wir haben uns auf Mealy Island getroffen, als du das erste Mal versucht hast, Pirat zu werden. Warte eine Sekunde. Sind wir dabei, eine dieser Rückblenden-Geschichten zu machen? Die machen mich immer ganz krank. Nein, ich werde mich kurz fassen. Ich habe dir zweimal geholfen, den bösen Piraten LeChuck zu besiegen. Zuerst durch das Bereiten der Voodoo-Anti-Wurzel. Ich fange an, mich zu erinnern. Und dann noch einmal durch meine Hilfe bei der Anfertigung einer Voodoo-Puppe von seiner Zombie-Gestalt. Das stimmt. So, du hast mir schon oft so geholfen und ich kenne nicht einmal deinen... Ja, das ist... naja. Du hast mir schon so oft geholfen und ich kenne nicht einmal deinen Namen. Ich bin unter vielen Namen auf vielen unterschiedlichen Inseln bekannt. Aber Namen sind nicht von Bedeutung. Du solltest das wie kein anderer wissen, Guybrush Threepwood. Ja, du hast recht. Hey, machst du dich über mich lustig? Daran würde ich nicht einmal im Traum denken. Netter Laden. Gefällt mir, wie du ihn eingerichtet hast. Danke. Du musst es durcheinander entschuldigen. Die Kinder sind vorbeigekommen, um mit ihren Papier-Voodoo-Puppen zu spielen. Es sind so liebenswürdige Kinder. Möchtest du ein paar Bilder sehen? Nein. Vielleicht später. Ja, dafür ist jetzt nicht die Zeit. Ich fühle, dass etwas Schreckliches passiert ist. Hey, du bist gut. Etwas Schreckliches ist geschehen. Ich habe Elaine endlich einen Heiratsantrag gemacht. Gratulation. Das klingt nicht so schreck. Und als ich ihr den Verlobungsring auf den Finger steckte, wurde sie mit einem schrecklichen Piratenfluch belegt und für alle Ewigkeit in eine massive Goldstatue verwandelt.
Ach, das erklärt alles. Ich wurde von einer Welle überwältigenden Hasses und Zornes getroffen. Ja, dieser LeChuck war ein ziemlich mieser Kerl. Ich sprach über Elaine. Es bleibt keine Zeit, um sich darüber Gedanken zu machen. Wir müssen uns beeilen. Keine Panik, Guybrush. Sie ist sicher, bis wir den Fluch brechen können. Du solltest dir nur Gedanken darüber machen, dass sie gestohlen werden kann. Wo hast du sie versteckt? Was soll ich nehmen? Ich glaube, ich nehme oben. Oh Mist. Du hast sie draußen am Strand gelassen, oder? Bei dir klingt das alles so inkompetent. Geh, Guybrush. Beeil dich, bevor du zu spät kommst. Und weg ist sie. Elaine! Ich muss sie zurückbekommen. Das ist mir so peinlich. Es sieht aus, als bräuchte ich noch ein wenig mehr Hilfe. Jemand hat Elaine gestohlen. Das ist Pech. Es wird schwierig werden, sie zurückzubekommen. Weißt du, wer sie entführt hat? Nicht sicher. Aber ich verdächtige die schäbigen Piraten, die in der Jefarenbucht ankern. Kannst du mir etwas geben, um den Fluch aufzuheben? Nein. LeChucks Fluch ist sehr mächtig. Genährt von seinem Ärger und der starken Frustration in Bezug auf das andere Geschlecht. Ich habe hier nichts, das einen so mächtigen Fluch aufheben könnte. Ich sehe aber eine Möglichkeit. Toll, welche? Du musst den verfluchten Ring durch einen reinen von gleichem oder höherem Wert ersetzen. Eine gute Richtlinie ist das Gehalt von 2 Monaten. Wo finde ich einen großen unverfluchten Diamant? Ja, das kriegt man einfach so im Einkaufsladen natürlich. Wo finde ich einen großen unverfluchten Diamantring? Die Legende erzählt von einem mordsmäßig großen Diamantring auf Blood Island. Blood Island? Davon habe ich noch nie gehört. Mit dieser Insel wirst du bald sehr vertraut sein. Aber du musst vorsichtig sein, Guybrush. Ich habe vorhergesehen, dass deine Reise mit Gefahren und Täuschungen gespickt sein wird. Ich habe auch gesehen, dass Blood Island der Ort sein wird, an dem du stirbst. Stirbst? Hast du stirbst gesagt? Ich? Tot? Sei kein Weichei. Gibt es keinen weniger gefährlichen Weg? Nein. Der Wert des Ringes auf Blood Island rührt von seiner emotionalen Bedeutung her. Er repräsentiert eine reine, wahre Liebe. Eine Macht, die größer als alles andere ist. Oh, das ist süß. Ich glaube, ich habe da etwas im Auge. Verspotte die Voodoo-Priesterin nicht. So, wie komme ich nach Blood Island? Wie komme ich nach Blood Island? Du brauchst 3 Dinge. Eine Karte nach Blood Island, denn die Reise ist lang und gefährlich. Ein seetüchtiges Schiff, um dich hinzubringen. Und eine erfahrene Mannschaft. Karte, Schiff und Mannschaft. Alles klar. Nun, wie kann ich den Ring auf Blood Island finden? Alles, was ich sehen kann, ist eine lange und schmerzvolle Geschichte, die mit dem Ring verbunden ist. Und ich spüre eine große Trauer, die damit verbunden ist. Du wirst mehr erfahren, wenn du erst einmal die Insel gefunden hast. Blood Island, ich komme! So, Na egal, Danke für deine Hilfe, muss gehen. Machen wir uns auf die Suche nach dem Zeugs und das seht ihr dann in der nächsten Folge. Also bleibt dran, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat und abonnieren nicht vergessen. Und tschüss!